Ja, ich habe gerade erfahren, wir sind schon live. Und Ah. heute ist ja der Tag ungewöhnliche Klamottentag. Ich muss sagen, ich halte davon überhaupt nichts. Ich finde das total bescheuert. So ein Quatsch mache ich einfach nicht mit. Wir konzentrieren uns aufs Wesentliche, Ja, oder? aber ich habe heute mitgemacht. Ich habe gesagt, heute mal Karo-Hemd. Ja, finde ich schön, dass wenigstens einer mitmacht. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Jetzt geht es gleich los, das BB-Radio-Witze-Duell mit unserem Nachrichtenmann Ingo, weil Maike hier im Urlaub ist. Und ich glaube, das könnte heute ein heißes Höschen werden. So sieht's aus. Ich gebe mir allerbeste Mühe. Ja, ich bin ganz blind von deinen krassen Klamotten, Ja, die du heute und das trägst. wird nicht aussprechen. Ich glaube auch, also das ist echt heftig. Bevor wir jetzt aber offiziell starten, müssen wir noch eine andere Sache thematisieren. Also Was nicht denn? nur für diejenigen, die über Facebook gerade live zugucken, sondern alle anderen dürfen wir das auch nicht vorenthalten. Heute ist ja tragauffällige Klamottentag. Und einer hier im Team. Was denn? Sieht so bescheuert aus. Was denn? Hält sich offensichtlich an diesem Tag. Da hast du mal in den Spiegel geguckt, wurde dir überhaupt Ist ganz schon normal. vergessen? Das ist mein getigerter Bademantel. Den trage ich auch immer zu Hause. Meine Frau hat auch das Gleiche, nur in einer anderen Farbe. Wir laufen halt gern so rum. Ganz selbstsicher steht heute Morgen hier. So, Männer, seid ihr stark, klar? Jawohl. Wer soll denn anfangen? Ingo fängt heute an. Ah, okay, alles klar. Okay. Deine Zeit läuft jetzt. Was sagt ein italienischer Schädlingsbekämpfer nach getaner Arbeit? Na? Schabe fertig. Wie nennt man einen Lokomotivführer auf Chinesisch? Der war doch mal richtig scheiße, Alter. Der war richtig gut. Oh, Mist. Das waren gerade mal 5 Sekunden. Ingo, 5 Sekunden? Ja. Pass auf, kannst du noch 2 erzählen oder so? Einfach nee, so. Die bewahre ich mir auf. So viele gute habe ich nicht. Die kommen beim nächsten Mal. Der war verdammt gut, ey. Wie kannst du mir sowas antun, Alter? Ist ja nicht zu fassen. Jetzt lache ich über meine eigenen Witze und das wird mir gleich zum Verhängnis mit 4 Sekunden. Pass auf. Ich fand den großartig. Nee, meine sind leider ein bisschen länger aufgestellt heute. Deswegen okay. Wirst du gewinnen, aber egal, komm. Aber die Plätze fertig, los. Unterhalten sich 2 Frauen, sagt die eine, du, das ist echt ätzend. Immer wenn mein Mann mit Blumen nach Hause kommt, muss ich anschließend die Beine breit machen. Wieso? Habt ihr keine Vase? Sagt die Mutter zum Sohn, ey, sag mal, bist du bekifft? Sagt er, nein, wieso denn? Na, du hast so rote Augen. Na, ich war gerade am Weinen. Sagt die Mutter, warum denn das? Na, weil ich kein Gras mehr habe. Geht der Sohn zu seinen Eltern und fragt, sag mal, wieso bin ich eigentlich schwarz, obwohl ihr beide weiß seid? Sagt der Vater daraufhin, ach weißt du, das war damals eine ziemliche Orgie. Sei froh, dass ihr nicht bellst. Hilfe, ey. Ja, warum hast du den nicht als Ersten gebracht? Ich weiß nicht. Manchmal ist die Dramaturgie tödlich. Ja, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der Typ hat ja gleich einen Hammer-Gag am Anfang aufgefahren. Und gewusst wie? Gesagt, Ingo ist nicht zu unterschätzen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt ab ins Nachrichtenstudio und ich gehe mal kurz weinen. So machen wir gesagt, dafür bin ich halt gerne angezogen. Bis denn da.